Auf der Sonnenaufnahme der US-Weltraumbehörde NASA ist eine schwarze Fläche zu erkennen, die sich nach unten hin ausbreitet. In Wirklichkeit aber steckt ein gigantisches Loch in der oberen Atmosphäre dahinter und es schießt einen Partikelstrahl in Richtung unserer Erde. Dieses koronale Loch ist nicht nur mega spannend, sondern auch ziemlich beunruhigend, denn es entstehen immer mehr dieser Löcher und sie bedrohen die Erde. Was genau steckt dahinter und wie gefährlich können sie uns wirklich werden? Die Antworten jetzt bei Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt jetzt alle Facts zu den sogenannten koronalen Löchern, die für uns hier auf der Erde eine erhebliche Gefahr darstellen. Wenn ihr übrigens auch auf WhatsApp dabei sein wollt und vor allen anderen meine Videos sehen wollt, dann bleibt bis zum Ende des Videos dran, da gibt es die entsprechenden Infos. Also, so konkret geht es um sogenannte koronale Löcher. Auch wenn sie ziemlich dunkel aussehen, sie sind es eigentlich nicht. Denn diese Löcher erscheinen so dunkel, weil ihre Fläche kühler und weniger dicht ist als die der restlichen Sonne. Und koronale Löcher sind gar nicht so selten. Es handelt sich also um Stellen mit einer niedrigen Dichte im Magnetfeld. Hier entweicht Plasma, also die Sonnenwinde, mit Höchstgeschwindigkeiten und zwar deutlich schneller als normal ins All. Sie werden zu wahren Sonnenstürmen. In einer Mitteilung des Space Weather Prediction Centers heißt es: Eine offene Magnetfeldlinienstruktur sorgt dafür, dass Sonnenwinde leichter ins All gelangen können, was zu Strömen von sehr schnellen Winden führt. Demnach können sich koronale Löcher immer und überall auf der Sonne entwickeln. Doch besonders verbreitet und stabil sind sie am solaren Nord- und Südpol. Sie sind langlebiger als Sonnenflecken und überleben oft einige Monate. Ein beeindruckendes koronales Loch hat die NASA im Juli vergangenen Jahres entdeckt. Es sendete Partikelströme Richtung Erde und diese Sonnenwinde, beziehungsweise das waren schon Sonnenstürme, erschienen dann als kräftige Polarlichter am Himmel im Süden der USA. Denn wenn die elektrisch geladenen Teilchen des Sonnenwindes in die Nähe der Erde kommen, werden sie vom Erdmagnetfeld abgelenkt zu den Polen. Sobald sie mit Luftteilchen zusammenstoßen, ionisieren sie. In einer Höhe von bis zu 400 Kilometern prallen sie auf die Atome der Lufthülle. Und umso stärker sie sind, umso weiter im Süden kann man sie sehen. Die so getroffenen Teilchen werden dabei eben zum Leuchten angeregt. Ein echt tolles Naturschauspiel, doch koronale Löcher sind auch gefährlich für die Zivilisation und sie werden immer mehr und damit steigt die Gefahr. Forschungsteams weltweit gehen davon aus, dass es nämlich in der nächsten Zeit weniger Sonnenflecken und Sonnenwinde geben wird. Dann aber nehmen die koronalen Löcher zu und beschleunigen die wenigen Sonnenwinde zu eben den gefürchteten Sonnenstürmen. Und die sind dann gefährlich bzw. noch gefährlicher. Forschungsteams wollen deswegen unbedingt mehr über diese gigantischen Löcher erfahren, denn die starken Sonnenstürme stören die Ionosphäre massiv, sodass sich Funkwellen beispielsweise nicht mehr ausbreiten können. Vor allem Kurz- und Ultrakurzwellen sind betroffen. Dort findet vor allem der Amateur- und Mobilfunk statt. Die Kommunikation wird dort unterbrochen. Auch GPS kann betroffen sein, dann fallen die Navigationssysteme aus oder werden zumindest erheblich gestört. Generell können Satelliten dann gestört werden und damit unser weltweites Kommunikationsnetz. Und zudem können solche Sonnenstürme das Strom- und Telekommunikationsnetz erheblich beeinflussen und zum Erliegen bringen. Und wir haben hier ja darüber berichtet, es kann zu einer absoluten Katastrophe werden. Ein Vorgeschmack gab es ja 1989 in Kanada, als 6 Millionen Menschen bei minus 15 Grad stundenlang ohne Strom und Fernwärme ausharren mussten. Die Schäden für die Wirtschaft und Infrastruktur können verheerend sein. Und jetzt steigen wohl die Chancen für eine solche Katastrophe. Wenn ihr als erstes Neues zu diesem Thema und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr vor allen anderen vom neuesten Video. Das ist garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klickso mitmachen und Themen vorschlagen oder Fragen zu Videos stellen. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der genau vergessen. Hier geht es weiter mit und dafür draufklicken. Super Sonnenstürme treffen unausweichlich die Erde. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.